Man kann ein Feld nicht für immer verkaufen. Okay, Vers 25. Jetzt kommt ein neues Gesetz, das ein bisschen mit dem Thema zu tun hat. Wenn dein Bruder verarmt, er hat kein Geld und er muss von seinem Eigentum verkaufen. Also er hat keine Wahl, er ist wirklich in einer schlimmen Situation. Er muss sein Haus verkaufen, er muss seine Felder verkaufen. Er braucht Geld. Dann soll ein Einlöser kommen, das heißt jemand, der mit ihm verwandt ist und er hat ein bisschen Geld. Und er soll dieses Eigentum zurückkaufen. Das ist eine wirklich schöne Mitzwa, weil man kümmert sich um Familie. Wenn ein Familienmitglied ein bisschen mehr Geld hat als der andere, muss er sich um seinen Verwandten kümmern. Es ist eine Mitzwa, das heißt auf Hebräisch Goel, ein Einlöser. Okay, Vers 26. Und was passiert, wenn jetzt diese Person ein bisschen Geld verdient und seine Felder zurückkaufen kann? Wie macht er das? Kann er die Felder einfach zurückkaufen? Wie viel kostet es dann? Weil er hat es schon vor ein paar Jahren verkauft. Und man muss auch denken, bald ist schon das Jubiläumsjahr und so weiter. Vers 27. Also, hört gut zu. Er geht zum Käufer von seinen Feldern. Und sie rechnen ab, wie viele Jahre sind bis zum Jubiläumsjahr geblieben. Sagen wir mal, passt gut auf, ist ein bisschen kompliziert. Als er seine Felder verkauft hat, weil er das Geld brauchte, war es 10 Jahre vor dem Jubiläumsjahr. Also er hat das Feld für, sagen wir mal, 1000 Euro gekauft. Und jetzt hat er genug Geld verdient und er will seine Felder wieder zurückkaufen. Und es bleiben jetzt nur 4 Jahre bis zum Jubiläumsjahr. Dann wie viel kostet das Feld? 400 Euro? Nicht mehr. Weil 10 Jahre vor dem Jubiläumsjahr, wenn es 10 Jahre vor dem Jubiläumsjahr 1000 Euro wert ist, dann 4 Jahre ist es wert 400 Euro. Weil wie gestern auch erklärt, jedes Jahr ist das Feld weniger wert. Weil im Jubiläumsjahr geht alles schon zurück. Dann hat man weniger Zeit, um dieses Feld zu genießen. Okay, das war ein bisschen kompliziert, ein bisschen eine komplizierte Rechnung. Aber ich glaube, wir haben es verstanden. Lasst uns weiterlesen. Letztes Pasuk für heute, Vers 28. Ve'im lo matzaya do deheshiv lo vayamim karo biyada kone oto ad shnat hayovel ve'yatza bayovel vashav le'achuzato. Wenn jemand seine Felder verkaufen musste, weil er das Geld brauchte und er hat auch später kein Geld, um die Felder wieder zu kaufen. Also wirklich, er hat kein Geld, überhaupt kein Geld. Er musste seine Felder verkaufen. Er hat keinen Verwandten, der ein bisschen Geld hat, gar nichts. Und er will seine Felder wieder haben. Gibt es für ihn? Wird er seine Felder nochmal in seinem Leben sehen? Die Antwort ist ja, ohne Geld. Im Juwel, ja, im Jubiläumsjahr. Weil er ist doch der Ureigentümer. Dann hat er in so einer Situation gewonnen. Weil alle Felder gehen zum Ureigentümer zurück. Okay. Das war der heutige Torah-Abschnitt, ein bisschen mehr über das Schabbatjahr und das Jubiläumsjahr. Heute war es ein bisschen kompliziert, aber wir haben es geschafft. Morgen geht es noch ein bisschen weiter in diesem Thema und noch ein paar interessante Gesetze. Dann bis dann wünsche ich euch alle einen schönen Tag. Bleibt stark, bleibt gesund. Shalom!